Folge Nummer 65 von Avorium. Ja, wir sind hier mit dem Schiff beschäftigt, welches jetzt 81% Schaden hat. Und wir sind natürlich nicht gerade so gut drauf, weil wir auch Schaden haben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen, ne? Eigentlich wollen wir die ja mal kaputt machen, ne? Aber es ist sehr zäh. Da kommt wieder so ein Torpedo an. Den sind wir schon mal los. Der da, ne? Der da ist das Torpedoschiff. Jetzt haben wir wieder kein Dingens mehr, sag schon. Also unser Akku lädt jetzt gerade. Das Mutterschiff da, das verzieht sich gerade. Der Räuber. Ah, da ist einer. Okay, das bringt uns jetzt hier gerade nicht weiter. Ich glaube, wir ziehen mal da drauf zu. Das Mutterschiff muss kaputt sein, dann können wir weiterkommen. Anders geht es, glaube ich, nicht. Er hat sie ganz schön weit entfernt. Er mit seinen Torpedos da, der geht mir auch auf, ne? Jetzt kommt wieder so ein Torpedo rein, ne? Mal so ein Turm hier kaputt, ey. So, jetzt müssen wir mal gerade weg. Kriegen wir schon ordentlich ein aufs Hörnchen. Ich könnte ihn mit R auswählen, bringt mir aber nichts, ne? So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Saft kriegen. Also auf unseren Schutzschild. Das Mutterschiff ist da oben. Schon wieder weit weg, ne? Die stehen alle jetzt gerade, oder? Ah doch, der kommt näher. Bringen tut uns das jetzt gerade nicht so viel. Wir müssen definitiv, wenn das Mutterschiff erwischen. 66 Schaden, haben wir schon gerade was gemacht, so ist nicht. Unser Schild kommt wieder hoch. Man müsste gucken, dass man so einen Turm da kaputt kriegt, ne? Jetzt kommt es näher. Ja. Vielleicht können wir da irgendwo die Waffen erwischen. Jetzt sind wir im Kreuzfeuer, das bringt nichts. Das ist woanders hin. Ja, wir sind auch schon wieder leer mit unserem Schild. Aber es hat nur noch 59%, also wir sind schon dran, ne? Der ist so einsam da und der ist ja mit den Torpedos, ne? Meine ich auf jeden Fall. Das Mutterschiff hat nur 362 Omikron. Das ist nicht viel, ne? Ja, ist unser Schutzschild wieder da. Baut sich auf.
Wir müssen das Ding mal ein bisschen so malträtieren, dass es. Dingens, sag schon, manövrierunfähig ist und sowas. Das müssen wir machen. Jetzt brauchen wir wieder ein Schild, ne? 55. So ein bisschen was haben wir schon erreicht, so ist es nicht. Ah, wird schon wieder auf uns geschossen. Da kommt auch schon wieder ein Torpedo rein. Ja. Dem sind wir ausgewichen. Jetzt muss unser Schild erstmal wieder hochkommen. Tut's auch. Ist der wieder mit dem Torpedofuzzi in der Nähe da? Fliegt auf uns zu jetzt, ne? Ja. Schild ist hoch. Einfach mal drauf zu wieder, oder? Einfach mal gucken, dass wir ihn kriegen. So, jetzt aber komm. Der Torpedo sind wir ausgewichen. Schild ist noch gut. Irgendwann haben die doch mal keine mehr, oder? %52 Schaden, er haut aber ab, oder? Aber wir sind schneller. Nächste Torpedo kommt. Da war ein starker Ruckler. So, jetzt haben wir dich da, wo wir dich haben wollen. Oh, da war Energie. So, jetzt aber. Ah, jetzt kommt wieder so ein Torpedo rein, ne? Ah, da müssen wir erst weg, hat keinen Sinn. Aber unser Schild ist auch nicht mehr so das Beste. Ah, den sind wir gerade noch ausgewichen. Aber das hat nur noch 33. Sollten wir eigentlich hinkriegen, ne, oder? Den machen wir noch kaputt. Steckt sich hier im Asteroidengürtel und meint, ich würde es nicht schaffen. Kommt Schild wieder hoch? Ja, jetzt kommt es wieder hoch.
Na, jetzt müssen wir hier weg. Aber wir sind schon bei 25%. Das Mutterschiff ist gleich Geschichte. Schild muss wieder kommen. Schild muss wieder kommen. Da ist es auf jeden Fall. Baut sie wieder auf. So, es kommt näher. Ja, dann komm mal. Jetzt will mein Dingens nicht in der Mitte, deswegen war das so komisch. Gut, das war jetzt nicht so doll, was ich da gerade gezaubert habe, ne? Ich glaube, ich muss jetzt gerade hier weg, weil die anderen sind schon wieder da. Und ich habe nur noch ein Triebwerk. Da habe ich gerade richtig Mist gebaut, dass ich da reingecrasht bin. Ne? Sind stark beschädigt, wie man sieht. Steht hier, das Schiff ist beschädigt. RPS im Baumodus oder bei einem Reparaturdock. Ja, ja. Ist gerade nicht so drin, ne? Was hat er noch? 12,5. Im Baumodus reparieren ist aber nicht drin, ne? Weil Feinde anwesend sind, oder? Okay. Schild kommt wieder hoch. Ja, jetzt sagt er nämlich, dass Feinde in der Nähe sind, deswegen geht das nicht. Sieht jetzt gerade nicht gut aus, weil wir noch weniger haben wie der, ne? Unser Schild muss erst hoch, damit wir was reißen können. Der Antrieb ist natürlich gerade ein bisschen schwach. Kommt näher, oder? Ja. Schild kommt hoch. Kommt nicht näher, fliegt weg. Ist aber als letztes unterwegs das Schiff, deswegen sollten wir vielleicht mal dran ergehen. Ja, wir sind jetzt natürlich nicht mehr so schnell, ne? Ich sehe es gar nicht. Shit, da ist es. Na, es verzieht sich jetzt immer wieder. Jetzt mal näher ran. Shit, unser Schild ist down. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Oh, das ist nicht mehr viel gerade, was wir da unten haben, ne, oder? Aber der hat nur 3,3%, Alter, ey. Mann, ey. Kann's doch jetzt nicht sein, oder?
Schild ist wieder da. Aber wir können irgendwie auch nichts machen, ne? Irgendwer schießt schon auf uns. Okay, die anderen sind da und wir sind hier. Das ist doch mal was, oder? So. Das letzte Aufgebot, oder was ist das hier? Oh, hier rechts ist so ein super Asteroid hier. Komm, das muss jetzt knallen. Da ist es. Da haben wir es. So, mal einsammeln gehen. Einer ist noch da, den will ich nur haben. Jetzt mal weg hier schnell. Gut, Mutterschiff erledigt. Bergbau, Doppel, Lasergeschützturm, Doppelmaschinengeschützturm, Piraten greifen den Sektor an, ist klar. Ja, ich glaube, wir haben gut Beute gemacht, oder? So, dann würde ich sagen, soll es für die Runde erst wieder reichen. Wir müssen schauen, dass wir jetzt mal hier weiterkommen. Dass wir uns reparieren und vielleicht können wir die anderen, die kein Mutterschiff jetzt mehr haben, dann einen nach dem anderen wegfetschen, wenn es denn geht. Ne? Müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Reparatur wird natürlich schwierig, weil das geht nicht, denke ich mal, weil noch Feinde im Sektor sind. Ne? Das ist jetzt unser Problem. Jetzt die Frage, ob man rausfliegt und wieder reinfliegt. Aber wir machen das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.